Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PP Gaming angezockt. Heute mit Dark Quest 2 werden wir uns mal einmal angucken. Wahrscheinlich nur in einer Folge, vielleicht noch zwei Folgen. Mal gucken. Ist eine Art Hero Quest. Der Name liegt auch schon relativ nahe. Hero Quest ist eins der ersten Roleplay-Games, mehr oder weniger Tabletop-Games, die es damals gab. Gibt mittlerweile eine Neuauflage davon, die ist allerdings zumindest in der deutschen Sprache extrem vergriffen momentan. Vielleicht kommt da nochmal was nach, ich würde mich freuen. Sehr, sehr cooles Game. Das Spiel spielt sich 1:1 wie Hero Quest auch. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen können. Das Game kostet im Sale momentan nur 3 Euro. Ich glaube 3,20 Euro, den wir gerade haben. Also ein sehr günstiges Game. Und wir gucken uns einfach mal das Ganze hier an. Ich habe Bock drauf gehabt. Und ja, zumindest ich würde es mir selber mal angucken. Ich habe es mir geholt, weil ich Hero Quest sehr, sehr cool fand. Und das ist wohl ein recht guter Ableger davon. Es gibt einen Editor dazu, das ist ganz cool. Das heißt, man kann sich eigene Maps bauen und man kann Maps aus der Community herunterladen, was ganz nice ist. So, ich habe jetzt schon mal auf Easy ganz kurz mir das Ganze angeguckt für euch. Wir werden allerdings einen neuen Spielstand anfangen, den nennen wir PP2. Ich bin sehr kreativ, was das angeht. Und dann spielen wir auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, wir spielen mal auf Normal. Easy war tatsächlich relativ einfach. So, es gibt so eine Art, es gibt eine Story. Der hat einen Brief bekommen, wir können ihn dann anklicken. Ein böser Magier terrorisiert praktisch ein Dorf und wir müssen diesen Magier aufhalten. Das ist so die Grundstory. Ich würde jetzt gar nicht großartig weiter darauf eingehen, es soll ein angezockt sein. Das heißt, wir werden uns mit dem Game hauptsächlich beschäftigen. Das heißt, die Story und so weiter schenken wir uns ein bisschen. Man kriegt das We auch. Must warn Master! Boah, es ist laut. Master, they are coming. I see them. What would you have me do, Master? Open the gates. Let them in. Yes, Master. So, die Zwischensequenz wie in fast allen Spielen extremst laut. Ich hab's auch mal ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, es funktioniert. Also wir haben jetzt eine Tutorial, Moving beispielsweise, man ist momentan am Anfang mit einem Charakter unterwegs, ein Barbaren, wer hätte es gedacht, wie gesagt, wer Hero Quest kennt, wird alle Parallelen finden, die es überhaupt nur gibt in dem Spiel. Mit Rechtsklick auf den Charakter sehen wir die Werte, er hat einen Attack-Wert von 3, er ist er greift mit einem Schwert an dementsprechend, er hat eine Range von 1, er hat eine 60%ige Trefferchance, er hat 40% Verteidigungsmöglichkeit. Er kann 5 Felder weit gehen. Er hat Leben von 7 im Moment. Eine Sanity, also geistiger Zustand 50%. Courage 80. Und mehr oder weniger diese Perspektion ist für, wenn man Items findet. Werden wir gleich sehen. Wir können ganz normal mit der Maus steuern. Wir haben auch 2 Heiltränke, die uns Leben wieder zurückgeben. Und natürlich einen speziellen Angriff. Wir können eine Axt werfen. Im Moment, man sieht ja 1, 2 und 3, also 3-mal könnten wir das Ganze dann erweitern. Mit diesen Magic Pots, die wir finden, in dem Dungeon, können wir uns dann zusätzliche Fähigkeiten kaufen. So, Interact. Ich erkläre es euch mal ganz kurz. Wir klicken auf die Leiche, können zu der Leiche hinlaufen. Jetzt wird dann virtuell, also im Hintergrund, wird auf die Werte auch tatsächlich gewürfelt eigentlich auch. Also auf unsere Perception. Ob wir einen Schatz finden oder ob wir keinen Schatz finden. Steht auch hier unten dran, 40% to find treasure. Und wir haben keinen Schatz gefunden. Wo ich auf Easy das Ganze schon mal ganz kurz angespielt habe, habe ich hier tatsächlich Gold gefunden. Man findet übrigens, ich habe nur Gold gefunden die ganze Zeit. So, und dann können wir weitergehen. Hier ist noch kein Gegner. So, dann kommen wir zu Attack. Attack funktioniert ganz normal. Wir sind natürlich ein Nahkämpfer in dem Falle. Ich glaube, ich muss nochmal die Soundeffekte ein bisschen runterschrauben. Footsteps drehen wir auch mal ein bisschen runter. Soundeinstellungen, wie in allen Games, sehr strange. Aber das ist tatsächlich, das haben sie. Es gibt 2 Games, glaube ich, die es mal hingekriegt haben. So, wir können jetzt bis zu ihm laufen und können ihn auch schlagen. Also erst nur die 5 Felder tatsächlich auch weg. Und können direkt aufhauen. Das waren 2er-Treffer. Wir hinten zwischen 1 und 2 Schaden. Bei 2 ist er tot. Die Lebenspunkte sehen wir über unserem Charakter. Und wir haben unser erstes Gold auch bekommen. Und können jetzt das Dungeon weiter erkunden. So, hier wird mal gesagt, wir sollen zurück. Es gibt, glaube ich, auch, gab es eine Map? Ich glaube, es gab auch eine Map. Ah, hier oben. Hier sehen wir das Dungeon.
hier befinden wir uns, wo die Axt gerade ist, befinden wir uns und dann sehen wir bereits den nächsten Raum. Gibt verschiedene Abzweigungen dann auch und allen drum und dran. Aber es ist jetzt praktisch eigentlich tatsächlich wie Hero Quest. Magic Pot, die auf jeden Fall einsammeln, weil damit können wir dann skillen. Eins von zwei, wir können tatsächlich mehr wie zwei finden. So, wir gehen nach hier. Skull of Fate. Hier kann Folgendes passieren. Entweder ein Gegner stirbt. Er bekommt 1 bis 2 Schaden. Wir werden um 1 bis 2 Punkte geheilt. Wir bekommen etwas Gold. Oder es passiert gar nichts, wenn wir diese Schädel hier anklicken. Wir klicken ihn direkt mal an. Und er bekommt einen Schadenspunkt. Hat aber jetzt nur ein Leben und kann uns angreifen. Aber wir haben eine 40%ige Ausweichchance, war das so, glaube ich. Ja, Defense 40%. Das heißt, er muss dann erstmal treffen. Und damit haben wir den nächsten kleinen Goblin besiegt. So, Sackgassen gibt es natürlich auch. Und das wird dann alles hier auch auf der Map vermerkt, wo man beispielsweise hingehen. Hier ist ein längerer Raum. Wir können mal noch nach da hinten gehen. Es gibt keinerlei... Also ich habe zumindest nichts festgestellt. Oh, Kiste von einem Zeitlimit oder so. Ich glaube, auch hier wird ausgewürfelt, was drin ist. 100 Gold, ja, Holla. Das hat sich gelohnt, nochmal umzudrehen. Empfiehlt sie natürlich tatsächlich eigentlich immer alles zu durchsuchen. So. Und jetzt lernen wir, wie wir die Axt verwenden. Also wir können nämlich die Axt auch werfen. Das heißt, wir könnten jetzt den Magier, den hier, den Goblin Warlock, also Goblin Hexenmeister, können wir hitten. Der hat nur einen Lebenspunkt. Hat eine Range von 3. Also der kann auf 3 zaubern. Zaubertreffen allgemein immer härter normalerweise wie normale Angriffe. Das heißt, wir werden einmal die Axt werfen. Können wir nur einmal pro Abenteuer momentan hitten, weil wir nur eine Axt haben zum Werfen. Wenn wir das dreimal gesillt haben, kriegen wir 2 Äxte. Und dann können wir, ich glaube, ihn das hier drauf. Ja. Wir können die Axt schmeißen und haben ihn besiegt. Danach kommen wir auch direkt nochmal dran. Wir können den... Okay. Es läuft besser wie auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Übrigens, weil meistens nur ein Schaden gemacht, nämlich. Okay. So, dann gehen wir erstmal nach da hinten. Sehr schön, Gold. Und auch wieder einen, ja, ich würde mal sagen, Skillpunkt. Ist jetzt das Tutorial Dungeon. Ja, wir brauchen einen Weg, um das Tor zu öffnen. So, hier wird auch dementsprechend, immer wenn dieses Symbol kommt, wird gerollt, ob ich einen Schatz finde oder keinen Schatz finde. Da haben wir jetzt Glück gehabt und da auch. Läuft gut für uns. Und dann können wir das Tor aufmachen. Ist jetzt das Tutorial, schwer ist es jetzt nicht. Und genau, es gibt noch magische Schutzschilde, die wir uns aneignen können, durch Tränke beispielsweise. Wir haben jetzt keine, oder durch Fähigkeiten, wir besitzen jetzt keine Fähigkeit, die wir benutzen können. Das heißt, wir gehen aber zuerst mal zu Ymir und hauen ihn platt, weil er definitiv tot ist, wenn wir treffen. Oh, 3 Schadenspunkte, okay. Kritischer Treffer sogar. So, das Tor ist auf. Und damit haben wir, glaube ich, dann schon das erste, genau, das ist der böse Zauberer. We meet again, Barbarian. Haha. Ja, also das ist der böse Zauber, den wir am Ende besiegen müssen. Er hat magische Schilde hier von 6 magische Schilde und massenweise Lebenspunkte, wie man sieht. Your prey. Naja. Aha. So, er verschwindet jetzt allerdings wieder und er ist halt der, natürlich ist er der Endgegner. Aber wir haben jetzt auch 3 von 3 von den magischen Dingern und hier geht es dann immer, das ist immer das Ausgangsportal von diesem Dungeon. Damit haben wir das Tutorial Dungeon abgeschlossen und wir können zur Stadt. Denn es gibt eine Stadt, in der wir Dinge kaufen können. Wir können beispielsweise uns in der Taverne ausruhen, wir können Dinge lernen, wir können Potions kaufen, also Getränke kaufen, wir können tote Charaktere wieder zum Leben erwecken und wir können neue Charaktere unserer Abenteuergruppe hinzufügen. Und man schaltet später auch noch einen Schmied und so weiter frei, da weiß ich allerdings jetzt nichts drüber. Bis hierhin habe ich auch ungefähr gespielt. Grave Digger. Da werden wahrscheinlich tote Charaktere wieder zum Leben erwecken können. Ach, guck mal, hier gibt's auch noch. Ah, ein Bordell. Oh ja, holla. Ein Bordell gibt's auch. So, hier nehmen wir natürlich auch Quests an. So, wir fangen mal hier unten an. Das ist die Taverne. So, Recruit New Hero. So, wir können mit... Ich glaube, es kostet auch Gold. Und wir brauchen eine gewisse Anzahl an Quests. Wir können bis zu 4 Helden können wir mit ins Abenteuer nehmen. Wir können uns jetzt einen Helden aussuchen von diesen 4 Helden.
und wir brauchen dadurch keine weitere Quest, um einen Ellen auszuwählen. Das heißt, wir können uns jetzt einen aussuchen. Ich würde tatsächlich den Magier, glaube ich, nehmen. Es gibt zwar auch hier beispielsweise, die heilt ein bisschen. Er kann so eine Mischmasch. Sie ist, glaube ich, eine Jägerin. Und das hier ist natürlich der Magier. Wir nehmen natürlich den Magier. Ziehen ihn herein und haben jetzt eine Abendgruppe, Teuergruppe von 2 dazu bekommen. Es ist halt wirklich sehr wie Hero Quest, aber man kann es mit Freunden spielen. Man zieht es hier oben, das bin jetzt ich, Mi. Mit bis zu 4, also 3 weiteren Personen, bis zu 4 Leuten können das hier spielen, wo du dann da durchziehen kannst. Ich muss tatsächlich sagen, für die 3 Euro, die das Game kostet, ich finde es eigentlich ganz nice gemacht. Und gerade wenn man so auf Tabletop-Games steht, es ist kein Tabletop-Game, es ist ein Computerspiel, aber gut umgesetzt, muss ich sagen. So, hierhin können wir Spells lernen. Zur Erklärung, wir können jetzt hier auf unser Charakter gehen. Das ist der Magier, das hier ist der Barbar. Und können jetzt hier, dadurch, dass wir 3 von diesen Potions haben, von diesen Magic Pots, können wir uns jetzt Skills aussuchen. Beispielsweise ein Counter-Attack, Double-Attack, ein Enrage-Modus, Taktiken und so weiter. Beim Magier beispielsweise eine Feuerwand. Man kann sie unsichtbar machen für einen Raum beispielsweise auch. Man kann Illusionen erschaffen, die ganz normal angreifen können. Last until all heroes exit the room. Die Frage ist, bei Room ist wahrscheinlich allerdings ein Raum, ein einziger Raum gemeint. Deswegen mal gucken. Wir können jetzt 3 Skillpunkte ausgeben. Ich würde auf jeden Fall Counter-Attack nehmen, weil das passiv ist. Every time you get attacked, you have a chance to attack back. Also jedes Mal 10%ige Chance, wenn wir gehittet werden, dass wir zurückschlagen. Wenn wir da jetzt einen weiteren Punkt rein investieren, maximal 3 möglich, kriegen wir eben Bonus plus 1 Damage oder plus 2 Damage, aber wir kriegen nicht eine Erhöhung von diesen 10%, dass wir zurückhauen. Das heißt, da den einen Skillpunkt rein ist schon mal ganz nice. Axt werfen, 2 Äxte wären auch ehrlich gesagt ganz cool, weil man damit Gegner schon mal ausschalten könnte. Offensive Powers plus 1 Attack. Ja, Exit the Room ist das halt meistens. Das ist so ein. Also, man kann ja auch nur ein einziges Mal dann zaubern in dem ganzen Dungeon. Ist die Frage. Ein Magieschild würde ich vielleicht mal mitnehmen. Das kann man immer brauchen. Den Sturm, Gewittersturm, können wir bereits mit ihm. Man kriegt immer eins umsonst, mehr oder weniger. Und ich würde vielleicht mal die Illusion nehmen, oder? Komm her, schaff mal fahren. Es ist nur ein angezockt. Wir testen das hier nur. Kein richtiges Let's Play. Nee, mehr. Wenn wir was falsch machen, ist es so. Hier ganz kurz. Hier kann man Custom Maps beispielsweise nämlich einfach aus dem Steam Workshop kann man sich runterladen, was ganz nice ist. Und wie gesagt, über den Editor kann man eigene Maps sich zusammenbauen. Sogar eigene Stories, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir sehen jetzt momentan, das hier ist die Kampagne, die wir haben. Und das sind alles Dungeons, die wir dann machen können. Wir haben jetzt natürlich hier das Tutorial abgeschlossen. Und hier, es gibt auch eine maximale Spieleranzahl, die wir mitnehmen können. Das heißt, das Tutorial geht nur mit einem. Wir können jetzt nicht sagen, ich will nochmal ein Tutorial, aber mit 4 Helden. Und dann gehen wir in die Passage, würde ich sagen. Hierhin gibt es noch Tränke, aber ja, wir sind noch voll. Wir wurden nicht getroffen, von dem her ist es egal. Die Helden ziehen wir hier rein und können sagen, los geht's. Traveling to Castle. Und ja, dann machen wir das nächste Dungeon dementsprechend. Und ja, praktisch es ist hier HeroQuest. Wir können jetzt auswählen, wen wir ziehen möchten. Wir können jetzt erst den Magier beispielsweise vorziehen. Wir kommen dann nicht in den anderen Raum, sondern wir müssen dann erst warten, bis alle tatsächlich sich in dem gleichen Raum befinden. Allerdings kann mein Magier auch nicht gehittet werden, während er sich in einem anderen Raum aufhält. So, ich würde jetzt hier sagen, wir greifen ihn an. Haben nur einen Schadenspunkt gemacht. Magier ist logischerweise Fernkämpfer. Aber jetzt kann auch nochmal unser Barbar etwas tun. Und dann können wir direkt weitergehen. Es gibt auch Fallen. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, dass meine beiden Charaktere haben keinen Skill, der mir irgendwie Fallen aufdecken oder sowas gibt. Das heißt, wenn wir in eine Falle reinlaufen, kriegen wir einfach Schaden. Im Idealfall lässt man deswegen den Barbaren zuerst laufen, weil der Magier wenige Lebenspunkte hat wie der Barbar. So, hier ist wieder Loot. Wir haben nichts gefunden. Ah, hier war beim... Soweit habe ich gespielt, bis wo ich es getestet habe. Hier war eine Falle das erste Mal. Das heißt, die Fallen werden random verteilt. Aber ab hier ist es jetzt auch Neuland für mich tatsächlich. Ich habe bis zur Falle nämlich nur gespielt. Ah, okay, da ist sie. Also mit einem magischen Schild beispielsweise oder einer Fackel, wobei ich nicht weiß, wo wir eine Torch herbekommen, könnte man das machen. Oder eben durch eine Fähigkeit, aber die haben wir leider noch nicht. Die Fallen werden nur einmal ausgelöst. Das heißt, mehr würde jetzt nicht passieren, aber wir kriegen halt einen Schadenspunkt.
Und die Frage wäre gewesen, ob mein... mein Magier hätte ich Potions kaufen können, also Heiltränke kaufen können. Ich weiß nicht. Left click to use. Ich glaube, den kann ich nicht an meinen Magier nämlich vergeben. Gibt auch noch so Spezialzeug, was man sich irgendwie, Artefakte, die man sich holen kann und so weiter und so fort, aber dazu wird es, glaube ich, nicht kommen in diesem Angezockt. Ich will euch nur, beim Angezockt geht es ja darum, ich möchte mir unter anderem, weil ich es auch nicht kenne, einen Überblick über das Spiel verschaffen. Ihr das auch. Und das klappt, glaube ich, ganz gut. Ich werde erstmal den Magier, glaube ich, ausschalten. Meine Axt wird jetzt nicht verbrauchen. Wir haben zwar den Goblin, der jetzt als nächstes angreifen darf, aber die verfehlen eh meistens. So, jetzt kommt mein Magier nochmal. Und das war's. So, wir haben Gold drin, aber erstmal hier. Die haben beide übrigens die gleiche Suchchance. Also 40% hier und 40% hier. Das heißt, wäre jetzt er hier größer in der Suchchance, würde ich natürlich ihn nehmen, um Leichen zu durchsuchen. Aber da das nicht der Fall ist, können wir es uns schenken. Da die beide gleich sind, ist es egal, wer was aufdeckt. Oh ja, neuer Magie-Skill. Das ist natürlich sehr nice. So, dann gehen wir einmal direkt weiter. Haben die nächsten. So, wir nehmen erstmal... eigentlich könnte man doch daran gehen, weil die kriegen halt Schaden durch... Oder es passiert was... passiert zumindest nichts Negatives, wenn ich an diesen Schädel rangehe. Aber da wir... ich kann hier nicht durchzaubern. Ich kann aber quer zaubern, aber das war nicht in Sichtlinie, so wie es aussieht. Oder die Reichweite. Steht da eine Reichweite dabei? Range 4. Ja, okay. Auf 4 Felder kann er zaubern. 1, 2, 3, 4. Ja. Quer zählt auch. So, dann kommt er hier dran. Immer auf Nummer sicher. Wir können trotzdem, glaube ich, noch den Schädel, weil wir können auch... Ja, wir können nämlich auch Gold kriegen durch den Schädel. Und einen weiteren Skill. So, jetzt haben wir zwei. Counter-Attack sollte automatisch sein. Das heißt, ich würde erstmal ihn hier nehmen. Lightning Storms. Up to 1, 2, 3 random enemies in the room. Okay, nehmen wir mal ihn hier. Ja, leider jetzt so eingetroffen. Aber können wir nochmal angreifen? Ach, wir können... Oh, nice. Wir können zusätzlich... Also, das ist, die Spezialangriffe können wir zusätzlich immer zu unseren normalen Angriffen nehmen. Das wird ganz nice. So, so sind wir jetzt hier. Schön. Okay, die nächste Falle. Schön entkommen. Ich glaube, wir haben eine Geheimtür gefunden. Oder? Okay, wir haben auch noch Räume ausgelassen. Ah, der hat sich wahrscheinlich gelohnt und der auch. Ja, ab und zu mal auf die Map schielen wäre nicht schlecht. So, wir gehen mal in den Geheimraum. Ah, okay, der Geheimraum ist Ende. Wollen wir schon raus? Ja, komm, wir machen einfach weiter. Das hier ist immer das Ende des Ganzen. Victory! So, wieder zurück zur Stadt. Und wir haben 563 Gold jetzt verdient, weil wir einen Auftrag auch abgeschlossen haben. Hier ist dementsprechend die Potion-Händlerin, die uns verschiedene Heiltränke kauft, wo wir uns verschiedene Heiltränke kaufen können. Hatte ich nicht zwei? Ich habe doch hier zwei. Achso, das war nur das Beispiel. Wir haben nämlich hier zwei Heiltränke. Er hat gar keinen Trank, also das heißt, ein Heiltrank wäre auf jeden Fall für ihn nice, wenn wir uns kaufen. Gibt Tränke, wie eben der gibt ein magisches Schild beispielsweise, allerdings auch eben nur wahrscheinlich, bis wir den Raum verlassen. Dann können wir hier ein Extrazug beispielsweise, wir können einmal, glaube ich, nochmal angreifen, füllt Leben auf und magisches Schild und so weiter und so fort oder maximaler Damage erhöht. Ich würde mal Magieschild, glaube ich, nehmen für ihn hier noch. Und hier haben wir zwei Heiltränke. Mein Charakter ist jetzt verletzt, das seht ihr hier oben. Das heißt, wir müssten einmal, glaube ich, resten, oder? Wenn wir uns ausruhen, resting. Mega Hero, ja. Und Rest. Und wir haben ihn wieder dementsprechend hochgeheilt. Kostet natürlich alles Kohle. So, dann haben wir jetzt nichts weiter freigespielt. Wir können dann wieder zu ihm hier gehen und sagen Kampagne. Und können uns jetzt aussuchen, was machen wir. Hier wären es drei Helden, die wir maximal nehmen können. Hier zwei. Wir gehen erstmal Richtung den zwei Helden. Mal gucken, wie weit das wir kommen. Angezockt wird zu zwischen 20 und 30 Minuten sich aufhalten.
Aber ich würde sagen, eins nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Für den ersten Eindruck reicht das, glaube ich, des Games. Viel mehr wird es nicht. Klar, es kommen mehrere Charaktere dazu, neue Fähigkeiten und so weiter und so fort. Auch das Spielprinzip ist, glaube ich, jetzt sollte klar sein. Was man natürlich aufmachen kann, ist aufgeben. Und ja, was sich natürlich auch verändert, ist so ein bisschen die... Sehen wir das bereits auf der Karte? Cool wäre, wenn sie funktionieren würde. Also wir wissen nicht, irgendwo geht es definitiv weiter. Komme ich da nicht rein? Doch. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu klicken tatsächlich. Ah ja, genau. Es gibt nämlich die Sackgassen. Dann wieder zurück. Dann hier lang. Mehr Optionen haben wir im Moment sowieso nicht. Jetzt haben wir viele Optionen. Wir gehen mal geradeaus. Wenn hier eine Falle wäre, wäre auch fies. Okay, wir haben ihn hier. Was soll das eigentlich gewesen sein? Die einzelnen Gegner sind eigentlich wirklich gar kein Problem. So, hier weiter. Die Frage ist, ob es irgendwelche anderen Secrets gibt, beispielsweise, die man dann irgendwie, dass man suchen könnte, beispielsweise in einem Raum, wie es gerne gemacht wird. Aber ich glaube, das ist einfach vordefiniert. Oh, help. Er ist gefangen. Okay, wir müssen einen Weg da reinfinden. Das heißt, er hat schon mal gelootet auf jeden Fall. Wir kriegen, glaube ich, dann den Zwerg freigeschalten, dass wir ihn benutzen können. Als Charakter. Eigentlich, das riecht hier nach... Das riecht hier mega nach Falle. Solange wir nicht in einem Kampf sind... Oh! Master. Goblin Warrior Master. 40% Chance und Block. Deals up to 2 Schaden. Ein Schaden 60%. Und 20%ige Blockchance. Er hat eine höhere Blockchance. Ich würde direkt Illusionen vielleicht mal ausprobieren. Left click to use. Ja, 1, 2 oder 3. Wir haben jetzt eine. Aber da zählt es praktisch als Spieler nämlich. Und dann können wir ihn hier einmal. Und er kann, glaube ich, auch angreifen manchmal, oder? Ja, er kann nämlich ganz normal angreifen. Ja, er blockt nämlich. Magieschaden kann er nicht blocken, nur mit dem magischen Schild. So, ich bin jetzt zwar hier umzingelt, aber das kann er ab. So, der blocken kann, haben wir damit ausgeschaltet. Ihn schalten wir hiermit aus. Und er... Das hier. Jetzt kommen die zwar wieder dran, aber... Ja! Ah, verfehlt. Das geht natürlich auch, dass dann die Counter-Attacks auch verfehlen. So, du machst ihn hier platt. Du ihn hier. Wieder nur die 4 Felder. Aber man kann sich bewegen und schießen. Haben den Raum clear. Cool, wir können mit ihm sogar looten. Hat er die gleichen... Oh, er hat nur eine 20%ige Chance auf Loot zu finden. Das heißt, man soll mit ihm nicht looten, wenn es darum geht, etwas zu finden zumindest. Da hier der Loot einfach nur da liegt, ist es kein Thema. Aber alles... Halt! Na, komm. Es geht, oder? Ich hab ihn jetzt schon rausgeschickt. Das Gold übersehen. So schnell geht's. Ah ja, okay, jetzt ist die Illusion dementsprechend weg. Hält leider nur für einen Raum und kann erst das nächste Mal wieder benutzt werden. Also hier steht's dabei. The power has been used. Also kann nur einmal benutzt werden. Und jetzt haben wir ihn gerettet. Und wir haben Twarf, oder? Ja, Twarf haben wir gerettet. Ach, das ist es schon. Cool wäre, wenn man hier das sagen könnte, nee, nicht zurück zum Dorf, sondern ich möchte weiterspielen. Wir haben Twarf gerettet und haben Twarf als weiteren Helden dazu bekommen. Nett. Und wir haben die Schmiede freigeschaltet. Oh, cool. Craft und Show Equipment. Nice. Okay, Equipment kann die Helden stärker machen. One of each item. Nur eins jedes Gegenstandes kann im Spiel existieren. Okay, und per Tracking. Wir haben ein Schwert des Bastard. Erhöht den Schaden um 1. Und er hier könnte es ausrüsten und er hier könnte es ausrüsten. Wie kann ich mir das jetzt... Ist das jetzt kaufen?
Ah, es ist, glaube ich, Achso, ich kann hier unten zweimal was ausrüsten. Oder wie? Ich verstehe nicht, wie man Helden ausrüsten kann. Show Equip. Ne, das müsste jetzt ausgerüstet sein. Ich kann mir zwei Items unten reinziehen, die zusätzlich. Also ich krieg Attack Power bei zu 1. Ah. Ich kann es nur. Okay, ich kann es nur einmal reinziehen. Er hat jetzt praktisch das Schwert ausgerüstet. Er hier nicht, er hier nicht. Das sind meine Slots hier unten, genauso wie bei den Tränken. Okay, Craft. Oh, für 1800 könnten wir uns. Oh. Ein Defense plus 10. Defense plus 20, 750 Gold. Gut, kostet ein bisschen was. All Arrow Attacks. Also wir können nicht mehr mit Pfeilen getroffen werden, wenn wir das Schild haben. Teleport your hero into the target location. Cool. Teleportstab. Weiterlaufen. Über Fallen laufen. Without Trigger Sam. Nice. Also du kannst hier verschiedene Gegenstände auch herstellen, die allerdings alle Kohle kosten. Torch, allow to see traps in a range of 2. Craft. Kriegt er hier unser Barbar. Und dann müssen wir nochmal auch Rest schicken. Kostet auch 50 jedes Mal, aber besser ist es. Aber ich würde sagen, eins will ich. Ich will die Fackel nochmal ausprobieren. Wir können jetzt auch mit unseren drei Helden. Wir können natürlich auch nach da unten gehen. Wir gehen mal hier hin. Wir können jetzt unsere drei Helden mitnehmen. Achso, warte mal, wir können aber auch noch. Wenn, dann nutzen wir es richtig. So, was hat er hier? Disarm Trap. Ah, Fallen entschärfen. Da haben wir es doch schon. Das sollten wir auf jeden Fall nehmen. Er kann Fallen entschärfen. Dann hätten wir ihm vielleicht auch die Fackel geben sollen. Wäre besser. Trap. Oh, der Achso, der baut eine Falle. Detect Traps. Und wenn wir rumlaufen, sehen wir versteckte Fallen. You enter a room. Also wir haben bei ihnen ja praktisch für Fallen. Können wir das auch hier dann umequippen? Wahrscheinlich schon. So. Kriegst du noch die Fackel zusätzlich. Unser Fallenentschärfer. Dann geht's hier weiter. Und dann schauen wir uns das Ganze mit den Fallen nochmal an. Bin ich mal gespannt. Ja, und so geht halt das Game dann immer weiter und weiter. Was ich ganz cool finde, ist eben das mit den Custom Maps. Und dass du es auch, ich glaube, für... In Zeiten von Corona, in denen wir nach wie vor noch stecken, ist es tatsächlich so, dass man sich ja mehr virtuell treffen kann, wie im realen Leben. Ich würde zwar eine Partie Hero Quest immer mit Freunden vorziehen, wie dem hier, aber eine schöne Alternative, muss ich sagen. Wir wählen mal hier unseren Zwerg aus, der da vorgehen. Wobei es eh relativ egal ist, weil eh alle den Raum wechseln müssen. Oh, okay. Orc Crusher. Es wird schwerer. Wir machen eine magische Attacke hier drauf. Danach darf unser Barbar. Und er hier. Ja, das ist schon mal schlecht. Jetzt kommt er dran. Mal gucken, was er kann. Okay, verfehlt. Nicht viel. Er hat natürlich die 2 Schaden gemacht. Hat er irgendwie eine höhere... Oh, 70... Er ist auch fürs Suchen besser. Er hat eine 70-prozentige Chance, Gegenstände zu finden. Dann nehmen wir natürlich das... Lieber wie bei den 40% bei den anderen zwei Charakteren. Ist übrigens egal, ob wir die hier oder hierhin schicken. Das ändert nichts. So, wir haben eine Falle gefunden. Wie kann ich jetzt Falle entschärfen? Detect Trap. Durch die Fackel. Disarm Trap. Skill 1 von 3. Left click to select a trap. Okay, das Entschärfen hat sehr gut funktioniert, wie man sieht. Ah, okay. Viele Fallen. Ah. Und wir können das jedes Mal machen. Das hat wieder nicht funktioniert. Aber ich... Doch, er kriegt auch Schaden. 50-prozentige Chance haben wir ja nur. Also da ist tatsächlich Fallen entschärfen, wenn man das machen möchte, ist sinnvoll. Dadurch, dass wir allerdings wissen, wo Fallen sind, macht es jetzt gar nicht so den großen Unterschied. Eigentlich. Weil wir können die Fallen natürlich einfach umlaufen. Wenn wir wissen, wo sie sind. Er darf auch suchen. Mal einfach so. Ah. Geht das jedes Mal? Scheint. Aber nur bei dem Feld. Okay.
Zählt wohl nicht als Falle tatsächlich. Oh, Bogenschützen. Das war eine ganze Menge. Ich würde Lightning Storm. Ja, bis zu 3 Gegner kann ich halt damit treffen. Das war wieder nur einer. Schade. Ich müsste da durchschießen können. Hier sind auch Fallen auf dem Boden. Wir können die Axt werfen. Macht bis zu 1 bis 2 Schaden. Da besiegen wir ihn definitiv lieber. 2 Schaden hätten auch ihn besiegt. Und was kannst du? Du kannst nichts auf die Ferne. Du kannst mir die Falle hier entschärfen. Jetzt kommt er hier dran. Kannst du den hitten? Nee, kann er nicht. Aber wir stellen ihn als Blocker vor. Oh, die hauen schon gut zu. So, das war's. Er kann hier ranlaufen. Also, muss ein bisschen taktisch vorgehen, wie im Computerspiel oder wie im Tabletop halt auch. Na, hier auch weitere Fallen. Ah, tatsächlich, ohne den Fallenentschärfer ist hier aber echt auch fast echt ein Problem, glaube ich. So, war jetzt natürlich nicht so klug, sondern das eher mit ihm zu machen. Falle ist entschärft. Guck mal, wieso kann man hier sich eigentlich hinstellen? Das Gold natürlich nur mitnehmen. Ja, und man merkt, der Schwierigkeitsgrad zieht an. Tatsächlich. So, wir können jetzt natürlich hier die Illusion erschaffen. Wieder nur einer, schade. Aber er kann schon mal ihn hier umnieten. Unser Magier kann ihn hier umnieten. Dann haben wir die nur noch die Counter. Das war nix. Und er kann auch nichts großartig anders. Ich würde ihn aber ihn hier, dass er am weitesten vorne steht. Ja, die können nämlich gar nicht so weit moven und mich schlagen nämlich. Und die kommen immer einzeln dran. War jetzt nicht das Unglückste tatsächlich. So. Das war schon wieder schlecht. Das war gut. Also die Magier sind halt tatsächlich von Vorteil, weil das nicht geblockt werden kann. Außer durch magische Schilde. Die nicht momentan noch nicht haben. An die Magieschild. Dass sie können nicht zaubern, deswegen ist es egal. Ja gut, er hat halt nur so wenig Leben. Also das war eh nur das Abbild. War ja kein richtiger. Ihn hier. Das Abbild hat er gekillt. Alles andere nicht. Und damit haben wir praktisch das ganze Ding hier auch fast schon gelöst. Wir können mal einen Heiltrank nehmen. Left-Click. Stellt 2 Leben wieder her. Er hat leider keinen Heiltrank. Den hätten wir noch einen kaufen müssen eigentlich. Aber er kann direkt seinen nächsten noch nehmen. Nochmal plus 2 Leben. Und ist praktisch wieder hergestellt. Wichtig ist, dass seine Magie immer nach Möglichkeit hinbleibt. Und die Nahkämpfer, die etwas mehr Leben haben, natürlich vorne sind. Jetzt dann auch wieder. Haben jetzt keinen Magie, keinen Skill mehr, außer das Fallen entschärfen. Und Fallen aufspüren. In der Distanz. Nee. Schade ist halt, dass der Magier allerdings nur einen Schaden machen kann. So, er stellt sich hier vor als Blocker. Oh, 3 sogar. Also macht nur einen Schaden. Dann ein sicherer Kill hier. Beim Dicken. Er geht vor, macht das hier. 4 Schaden. Nice. Und ja, ich würde sagen, Eindruck haben wir auf jeden Fall bekommen. Ich auch. Ich würde das Ganze wahrscheinlich mal mit meinen Moderatoren gerne mal spielen. Vielleicht gebe ich denen das noch. Ich finde es ganz nice für so einen schönen Tabletop-Abend beispielsweise, kann man das ein bisschen machen. Kann sich da noch um den Loot streiten, allen drum und dran. Ist, glaube ich, ganz cool. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, von dem Game jetzt in diesem Angezockt. Ist nur eine Folge, ist ein kleines Game. Viel mehr wird sich nicht tun, glaube ich. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt gerne nochmal auf Gefällt mir drücken. Schaut gerne mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei. Die anderen Angezockt vielleicht. Oder die ganzen Let's Plays, die hochgeladen sind. Sonst auch gerne mal live bei Twitch vorbeischauen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag noch und ciao, ciao, macht es gut, bis zum nächsten Game.